Erfolg freigeschaltet. Manuskript vom Colonel. Verehrter Master Cormac, verzeiht die Kürze meines Schreibens, aber es ist an der Zeit, ehrlich zu sein. Ihr habt der Templer-Sache eure Verbundenheit und Findigkeit bewiesen und das trotz und vielleicht gerade wegen eures Assassinen-Ursprungs. Das Manuskript, das die Assassinen suchten, war schon länger in meinem Besitz. Ich nahm es, als meine Männer euch fanden. Der Großmeister selbst beauftragte mich, seine Bedeutung zu ergründen. Eine Aufgabe, an der ich gescheitert bin. Ich übergebe sie an euch, Master Cormac. Es gibt niemandem, dem ich mehr vertraue. Heute verlasse ich Fort William Henry, eine schlecht gerüstete Garnison, umgeben von feindlichen Indianern und der französischen Armee. Wir haben Verstärkung angefordert, aber ich bezweifle, dass sie rechtzeitig eintrifft. Ich hege keine Illusionen über den Ausgang unseres Widerstandes. Ich übereigne mein Leben der britischen Armee und meine Seele dem Vater des Verstehens. Ergebenst, Colonel George Monroe. Fort Henry und Colonel Monroe. Monroe ist, meine ich, gestorben, als wir mit Connor die mit Connor in das erste Fort eingeritten sind. Ah, wir haben zu wenig Metall. Aber wir können mal gucken, was hier die Flotte uns bringt. Savannah. Schiff aufgelaufen. Nein. Gut. So, jetzt kann ich hier eine Mission wählen und sagen, das ist ausgelaufen. So, hier kann ich auch noch sagen, die Route sichern. Die Schlacht beginnt. Ja, schön Schlacht überspringen, bestätigen. Route ist sicher. Mission wählen. Und Schiff senden. Ja. Ah, warte mal. Ich kann doch hier noch interagieren. 1200 Florin. Ja. Wieso nicht? Captain hat das Ruder.
auf den Posten gehst. Der Colonel ist in Not. Was meint ihr damit, in Not? Er sitzt in Fort William Henry mit schlechten Karten. Hoch mit den faulen Ärschen, Leute! Auf eure Posten! Wir lichten den Anker! Entschuldigt den frühen Tropfen, Captain. Aber wusstet ihr, dass wir uns nun ein Jahr kennen? Ein ganzes Jahr! Ihr ändertet mein Leben zum Besseren. So. Schnell. Ach, kann ihr werdet schnell verzeihen, reinmachen. Dass ich schon ohne euch gefeiert habe. Ein ganzes Jahr. Gist, ich habe eine Frage. Seit wann habt ihr von meiner früheren, nun, Anhängerschaft gewusst? Oh, ihr meint die Assassinen? Das weiß ich schon ewig, Shay. Ich bin betrunken, aber nicht blind. Oder glaubt ihr wirklich, ich nehme an, ihr wärt einem mörderischen Zirkus entflohen? Warum sagtet ihr nie etwas? Nun, der Colonel wollte, dass wir das Thema meiden, damit, wisst ihr, eure Entscheidung nicht beeinflusst wird. Ihr habt mein Leben aus reiner Selbstlosigkeit gerettet und zahllosen anderen geholfen. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich euch schon vor Monaten zum Tempel. Wem steht das zu? Monroe erwähnte einen Großmeister. Wir wurden getroffen! Weicht den Minen aus, Sir! Boah! Der Großmeister des Kolonialritus. Ihr würdet ihn mögen, Shay. Sein Vater war Assassin. Wirklich? Er hat was zu erzählen. Was gibt es Neues von Fort William Henry? Intern! So. Keine Kuh verloren. Und ein bisschen Material geholt. Ein bisschen. Ein Schiff, ne, zur Flotte senden. Überspringen bitte. So, gut. Alter. Reisegeschwindigkeit. Muss hier raus. Die Garnison ist umstellt und die Verstärkung bleibt aus. General Montcalm hat für König Ludwig einen Weg quer durch die Kolonien gezogen, nicht wahr? Ich wünschte, er bliebe zu Hause bei seiner Mätresse. Seiner oder Ludwigs? Beider. Obwohl die des Königs sicher vorzuziehen ist. Gewahr! Madame O'Murphy soll äußerst bezaubernd sein. Eine O'Murphy in des französischen Königs Bett? Jetzt wird es klar, veralbert mich. Okay, O'Murphy sagt mir jetzt aber auch nichts. Egal. Kann ich wirklich keine Schnellreise da hinten hin machen? Oh doch, geht doch. Boah, naja. Einmal drehen. Sturmböen kommen auf, Captain. River Valley. Die Ladezeiten sind schon mal genial. Also, die SSD bringt ordentlich was.
Da kann man nichts gegen sagen. Na, Holzsteintabak lohnt sich nicht. Naja, aber ich glaube, ich muss mal kurz Pause machen. Bis gleich. Nee. So, jetzt aber auf Reisegeschwindigkeit. Reisstoff, juhu. Ah doch. Ja, bevor wir das machen, würde ich sagen, mach ich nochmal kurz Pause und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.